Ja, hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Ich habe hier mal eine Eilmeldung, die ist reingekommen heute um 12.22 Uhr. Vielleicht wisst ihr schon Bescheid. Das dürfte Thema sein in allen Medien in Deutschland. Ich berufe mich hier mal auf Mainstream-Medien, was gar nicht mein Ding ist. Wisst ihr selber, Gast ist nicht Mainstream, aber die werden schon recht haben, die Burschen und Mädels hier. Und hier steht zu lesen, tagesschau.de. Neuwahlen sollen am 23. Februar stattfinden. Und wie gesagt, der Stand ist 12.11.2024, 12:30, ja, 12:08. Seit dem Ampel aus wurde über den Termin für Neuwahlen gestritten. Jetzt wird es wohl der 23. Februar. Die vorgezogene Bundestagswahl findet wahrscheinlich am 23. Februar 2025 statt. Also, wir sind uns einig. Damit herrscht nun über einen der Termine nach dem Bruch der Ampelkoalition Klarheit. Endgültig entschieden über das Wahldatum muss zwar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, doch der dürfte sich dem Vorschlag kaum widersetzen. Der hat kein Stimmrecht. Hier steht noch zu lesen. Vertrauensfrage am 16. Dezember, Fragezeichen. Geklärt werden muss noch, wann Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, die Vertrauensfrage im Bundestag stellt. Die erwartete Niederlage bei dieser Abstimmung würde den Prozess zu Neuwahlen einleiten. Die Union hatte den Kanzler aufgefordert, die Vertrauensfrage bereits an diesem Mittwoch zu stellen. Das wäre morgen. Das lehnte Scholz aber ab. Voraussichtlich am 16. Dezember wird es nun die Vertrauensfrage geben. Bekommt Scholz keine Mehrheit, hat der Bundespräsident 21 Tage Zeit, den Bundestag aufzulösen. Hurra, die ganze Haus kostet die Welt. Und danach gibt es eine 60-Tage-Frist, bis zu der die Neuwahl stattfinden muss. In dieser Frist liegt der 23. Februar. Das voraussichtliche Wahldatum ist leider kein idealer Termin, steht hier weiter zu lesen, weil dann in Sachsen Schulferien sind. Im Saarland ist es das Wochenende unmittelbar vor den Ferien, wo viele schon verreist sein dürften. In diesen Bundesländern leben rund 6% der Wahlberechtigten. Zudem gibt es die Briefwahl als Option. Bis zur Bundestagswahl wird es nun keine Landtagswahlen mehr geben. Die Bürgerschaftswahl in Hamburg findet eine Woche später am 2. März statt. Scholz hatte sich nach dem Bruch der Ampelkoalition am vergangenen Mittwoch eigentlich für eine Neuwahl Ende März ausgesprochen. Nach öffentlichem Druck zeigte er sich am Sonntag kompromissbereit. Er sagte, dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem. Und das sagte er in der ARD-Sendung bei Karin Mioska. Wenn es eine Übereinkunft der Fraktionschefs von SPD, CDU, CSU, Rolf Mützenich und Friedrich Merz dazu gäbe, werde er diese beachten. Okay. Genau diese Gespräche hat es nun offenbar zwischen den beiden Spitzenpolitikern gegeben, mit dem Ergebnis einer Einigung. Also, wir werden neu wählen. Es wird demnächst die Vertrauensfrage gestellt. Und wir lassen die Events mal auf uns zukommen und dann wirken, genauso wie sie sind. Ich denke, wir können das im Augenblick noch nicht beeinflussen. Abwarten und Tee trinken. Oder eben Kaffee. No coffee, no worky. Jetzt habe ich noch eine kleine Randbemerkung meinerseits. Es geht um mich, meine Person und meinen Werdegang hier auf YouTube. Wie ihr besser wisst als ich, strukturiere ich mich gerade um. Ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal. Der heißt Thomas Gast. Also nicht der Legionär, sondern Thomas Gast. Ich packe den Link mal hier unten rein. Wer mich auch hier begleiten möchte, auch mir die Treue halten möchte, danke dafür. Ja? Ich habe auch einen Telegram-Kanal gegründet. Thomas Gast Original. Der Link hierfür auch in der Beschreibung des Videos. So, hier an dieser Stelle eine klitzekleine Unterbrechung für folgende Nachricht. Ich bin jetzt auch auf Rumble präsent. Mein Username auf Rumble ist Gast1985 und es würde mich mega freuen, wenn ihr mein Profil auf Rumble besucht und mir auch dort die Treue haltet. Warum Rumble ist klar, dort kann ich brisantere Themen ansprechen, ohne von YouTube einen Maulkorb verpasst zu bekommen. Und weiter geht's. Mein Buch Urban Survival ist erschienen im Ologer Verlag, jetzt als Hörbuch. Der Sprecher hat es richtig geil drauf. Und auch diesen Link hier unten drin. Also wenn ihr mal reinschaut in meine Links, da findet sich für jeden etwas. Ja? Und wer mich unterstützen möchte, auch dafür danke.
Wer mich und meinen Kanal unterstützen möchte, meine Arbeit, der schaut mal auf den Link von AlphaShirt. So, liebe Freunde, Kameraden und Abonnenten, das war's für heute. Ich wünsche euch allen Gesundheit. Ich wünsche uns allen Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche uns mehr noch Gerechtigkeit. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist Krieg ist Scheiße. Mein zweites Motto ist No Coffee, No Worky. Deswegen gehe ich gleich hoch in die Küche Kaffee machen. Ich melde mich ab, bin dann mal weg. Tschüss, Servus und Bye-Bye. Danke fürs Zuhören. Jetzt aber.